Ja Leute, damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird. Davor aber erstmal ein riesiges Danke für die sehr, sehr vielen Kommentare. Über 1000 waren das, glaube ich. Wirklich danke für die ganzen Glückwünsche. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich natürlich direkt den Shop, der auch heute reinkommen wird. Wie immer natürlich. Und es gab gestern sogar ein neues Paket, was ich vergessen habe zu zeigen. Und zwar hier hinten Schlange und Steine Herausforderungspaket. Hier zeige ich es nochmal ganz schnell. Einmal der Skin mit dem Rückenteil, hier der Hacke. Und den Herausforderungen, das kam gestern rein, habe ich übersehen, ist mir gar nicht aufgefallen, weil es hier so ein bisschen versteckt war da hinten, aber wollte ich jetzt nochmal schnell gezeigt haben. Der Shop ist dann gleich auch schon da und dann mal gucken, was dann heute reinkommt. So, 3, 2, 1 und dann mal schauen. Oh, Catwoman Zero Paket, das ist schon mal sehr nice. Der Skin ist jetzt also auch im Shop, auch hier mit der Hacke. Oha, ich glaube, die kann man sogar gewinnen, beziehungsweise irgendwie durch einen Comic kriegen, habe ich irgendwas mitbekommen. Aber das sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Hier unten, das sind auf jeden Fall die vorgestellten Sachen und das sind die täglichen Sachen. Okay, okay. Beast Boy Paket und Batman Zero ebenfalls noch da und natürlich auch hier hinten das neue Paket, was ich gerade ja schnell gezeigt habe. Und auf jeden Fall ist das gar nicht mal so schlecht gewesen, muss ich sagen. Wir fangen es dann ganz oben an, hier mit Catwoman Zero Paket. Wirklich nice, hier gibt es dann jetzt die Catwoman und die sieht wirklich verdammt cool aus. Und da gibt es auch hier die Hacke dazu. Und die sieht interessant aus, hier mit den vier Klingen oben dran. Und das Paket kostet 1500, kann man machen, kann man sich wie gesagt auch einzeln holen. Ich muss sagen, der Skin sieht halt wirklich verdammt nice aus, hat aber leider keinen Rückenteil, bisschen schade, aber hier die Hacke, muss ich sagen, ist auch gar nicht mal so schlecht. Okay, cooles neues Paket, Catwoman Zero also jetzt auch hier im Shop, ansonsten gibt es auch den Bushranger hier zurück, auch passend hier noch einmal mit der Hacke und die gibt es glaube ich auch nochmal in zweiten Stil, ja. Und okay, Neuigkeiten, warum auch immer das immer aufgeht, auf jeden Fall ist auch das beides nochmal zurück, ist glaube ich auch einen knappen Monat her. Dann sind das hier wie gesagt die vorgestellten Sachen mit dem Totenschütze nach einem Monat zurück. Hier mit dem Rückenteil, mit der Hacke hier, die Spektralsense, die ganz okay aussieht. Und dann gibt es noch die Lackierung, alles einen Monat her. Ansonsten gibt es noch den Agent des Chaos, der auf jeden Fall auch ganz nett ist, so relativ dünn in diesem John Wick Look, sage ich immer. Auch der nochmal zurück mit der Hacke hier. Und noch mit der Lackierung. Auch alles einen Monat her und das sind auch schon die vorgestellten Sachen. An der Stelle gerne ganz kurz Unterstützer und Creator klicken, hier die Treue geben, würde mich wie immer sehr, sehr freuen. Und dann gehen wir zu den täglichen Sachen, wo es auch wieder ein bisschen krasse Sachen gibt, zeige ich dann gleich. Hier angefangen mit der Beast-Schützin, die relativ oft im Shop ist, auch nochmal nach 3 Wochen zurück, ist noch nichts Besonderes. Dann gibt es die Safari nach einem Monat zurück, auch relativ oft im Shop. Das Rückenteil mit der Shotgun hier ist aber ganz nett. Und dann gibt es hier Einklang und das ist selten und zwar 476 Tage her und sieht das hier aus und ja, das ist relativ entspannt, würde ich sagen. Mehr passiert ja auch gar nicht, für 200 geht es aber klar 476 Tage her. Ansonsten gibt es noch Schalenregen hier, 237 Tage her, also auch schon verdammt selten. Krass, also heute auch wieder seltene Sachen zurück und auch mehr passiert hier nicht, aber ist wirklich schon alt. Dann gibt es noch Lama-Wippe nach einem Monat zurück und auch noch hier seht her, ebenfalls nach einem Monat zurück, auch schon sehr, sehr altes Emote. Und das sind eigentlich auch schon die täglichen Sachen, darunter wie gesagt hier die Pakete sind alle geblieben und das war es eigentlich auch schon zum neuen Shop.